Die Monorail funzt wieder und ich muss zurück zum Ort des Grauens hier in Dead Space. Mittendrin im Backtracking, aber im guten Backtracking. Ja, dann schauen wir mal. Zum Leidwesen aller, die das vielleicht nicht so gut finden, habe ich die Audioeinstellung so gelassen. Ich finde das gut, da man sich ein bisschen auf mich konzentrieren muss und dann doch viel Spiel im Hintergrund hat. Das passt schon. Ja, oder war das nicht die Stelle? Doch, das war doch, wo ich geflüchtet bin, oder? Da läuft einer. Ich weiß ja nicht, ich will hier eigentlich nicht raus. Aber ich muss ja, man hat ja keine Wahl. Man will ja überleben. Gut, der hat mich noch nicht bemerkt. Na dann. Guck mal, der hat mehr Angst vor mir, als ich vor ihm. Hier ist noch zu. Ja. Vielleicht ist da irgendwann mal offen. Zwinker, zwinker. Was? Wo seid ihr denn schon wieder? Es ist natürlich auch klüger, ihnen erst die Beinchen wegzuschießen, aber ich habe gerade mal Bock auf Arme. So. Oh, aus der Entfernung schon die Muni. Davon müsste ich inzwischen eine ganze Menge haben. Oh, hoch. Da kann ich viel großzügiger sein aktuell. Später wird ja noch der Schaden hochgepimpt und so. Aber jetzt passt's eigentlich. So, dann wollen wir mal gucken. Ich will endlich mal Monorail fahren. Ja, das ist hier wieder ganz der Anfang. Man kann übrigens nicht pieken. So weit war man da noch nicht zu der Zeit mit der Technik. Also, dass ich mich hier rauslehnen kann und gucken. Oder so. Isaac, wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Glück gewünscht. Während ich das ja nicht brauche, ne? Bei mir ist das alles Können. Ja gut, dann schauen wir mal. Soll ich jetzt, da kann ich da schon durch. Ich könnte vor allen Dingen mal stampfen. Boing. Ach du Schreck. Okay. Noch ein kleines Medipack raus. Ich sagte beim letzten Mal fälschlicherweise, dass das hier große sind. Das sind natürlich nur die mittleren Medipacks. Große wird es auch noch geben. So, dann schmeißen wir das mal raus. Ich brauche nicht. Ups, ich drücke mal wieder falsch. So. Und jetzt können wir wieder... War das eine Munition? Nein, oder? Ich weiß nicht. Ich könnte mal speichern, obwohl ich das schon ständig tue. Eigentlich bin ich mir meiner Sache hier in dem Bereich auch noch so sicher. Also ich werde nicht beim nächsten Moment sterben. Aber wie gesagt, geht ja schnell. Und sonst ärgert man sich, ne? Sonst hat man noch mehr Backtracking, als es hier eh schon gibt. So, mal hier gucken. Geht hier schon was zur Monorail-Station? Nö, aber sowas von gar nicht. Was steht denn da? Irgendwas, Sachen, die ich... Bitte vergessen Sie nicht Ihre Sachen, die Sie mit an Bord gebracht haben. Bitte achten Sie auf Ihr Gebäck. Wie es so schön heißt. Ja gut, dann muss es wohl hier weitergehen. Oh, ja. Noch mehr Muni. So, das hätte ich ja fast für einen Sarg gehalten hier. Oh, da blinkt ja auch was. Credits. Und ein kleines Medipack. Nein, danke. Funktioniert nicht. Aktuell. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das Spiel alles merkt. Es ist zwar viel Backtracking, aber technisch gesehen landet man... technisch gesehen landet man vielleicht doch woanders. Geht's jetzt hier rein? Nö. Bin ich richtig? Tatsächlich, ich soll da weiter. Okay. Was? Wie? Wo? Ah! Wo kamen wir denn her? Gut.
Vergangenheit. Das sieht jetzt hier aber auch nicht besser aus. Bin ich hier so rausgekommen? Ja, vielleicht. Ach, sollte ich vom Schiff aus was steuern? Ich gehe mal rein. Ich weiß es gar nicht mehr. Laden. Oh. Schadensbericht laden. Ah, an die Szene kann ich mich nicht erinnern. Na, dann laden wir mal. Feindliche Lebensform entdeckt. Hüllenschaden bedenklich. Sofort. Oh. Ah! Wo geht's raus? Aua, aua. Scheiße. Hey, hallo. Sofort evakuieren. Uiuiui. Kollision in der zentralen Hangarbucht registriert. Rettungstrupps wurden informiert. Cool. Ah, komm her, komm her. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Hier ist Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Okay. Captain's Rig finden. Ah. Wird hier alles nicht besser. Nee, da geht's immer noch nicht rein. Okay. Ach, du Schreck. Okay, wir haben Licht. Hat mich eigentlich was getroffen? Kann ich so ein bisschen Gesundheit hochleveln? Ah, tatsächlich. Na, oh, da ist ja noch das kleine Medipack. Dann kann ich das auch aufnehmen. So. Und jetzt geht es da rein. Zur Monorail-Station. Jawohl. Was war das? Das war das andere kleine Medipack. Okay. Nein, okay. Ich speichere jetzt nicht ständig. Ist ja auch albern. Hm. Was wollen wir denn? Ich guck mal hier. Das ist vielleicht wieder nur so eine Toilette oder sowas. Tatsächlich. Oh. Das ist ein großes. Das geht natürlich jetzt wieder nicht. Ta-ta-ta-ta-ta. So und so. Das gibt's aber nicht ohne... ohne Preis, würde ich sagen. Oder? Kommt hier was? Kommt hier wer? Ganz schön eng, wenn man jetzt hier auch noch Feindkontakt hätte. Nee, okay. Ach, guck, die habe ich ja ganz übersehen. Ah. Ja, auch ja. Zweimal ja, okay. Dann gab es hier nichts anderes. Und wieder mal ein Fahrstühlchen. Ups, Moment. So. Wo
Wobei man ja irgendwann sich seiner Sache sicher sein kann. Wie soll denn in so einem engen Fahrstuhl noch irgendein Viech runterkommen, ne? Aber wer weiß. Wenn Ihr Inventar voll ist, können Sie Objekte im Safe ablegen, den Sie über jeden Shop im Schiff aufrufen können. Okay, es gibt einen Shop und einen Safe. Aha. Gucken wir gleich mal. Ist denn hier noch irgendwas? Hinten in der Ecke oder so? Gar nichts. Ah, da ist wieder so eine Werkbank. Das hilft mir ja nichts, weil ich keinen Knoten habe. Komme ich hier schon ran? Ja. Okay, Shop. Wie lief das mit dem Shop? Okay. Wollte schon sagen. So, wir haben 18.700 Credits schon mal. Da kann man sich neue Waffen kaufen. Es gibt noch eine Strahlenkanone, ein Impulsgewehr und einen Anzug Level 2. Oder auch direkt Knoten zum Kaufen. Das war's. Da rechts ist zwar ein Rollbalken, aber der geht nicht weiter runter. Vielleicht gibt's später mehr. Ich werde natürlich den Anzug pimpen, weil das ist das Allergeilste in Dead Space. Und das hilft auch nicht schlecht. Das gibt einem nämlich, würde ich mal sagen, grundsätzlich mehr Energiepunkte. Oh, Moment. Da gibt's aber auch noch Inventar und Save. Achso. Ja gut, Inventar ist klar. Das ist das, was ich jetzt habe. Oh, kann ich eigentlich auch verkaufen? Beziehungsweise mal so ein kleines Medipack. Ja, tatsächlich verkaufen. Und das gibt mir 1000, oder? Ich verkaufe mal. Sicher? Ja. Ah, da kann man ja gut Geld machen. Ja, sehr schön. Kann ich ehrlich gesagt auch schon ein mittleres kann ich verkaufen. Plasma-Energie habe ich jetzt auch schon so viel, ne? Weg damit. Boah, da kann man ja richtig Kohle machen. Ehrlich, ich verkaufe auch das Große erstmal. Ich werde noch so viel kriegen. Und bisher sieht es gut aus. So, hier kann ich Gegenstände aus dem... Ne, hier können Gegenstände aus dem Inventar abgelegt werden. Aber wie denn? Irgendwie komme ich noch nicht... Wann, oder? Doch, ich kann das in Safe legen. Ist auch so Resident Evil mäßig, ne? Hätte ich natürlich genauso machen können jetzt, aber... Ah, nein! Ich wollte mich ganz raus... Ich habe jetzt erstmal... ein bisschen was verkauft... Wenn es später in den Endkampf geht, dann kann man sich überlegen. Ach, jetzt gibt's auch... Jetzt kann ich die Sachen erst kaufen, oder was? Also wenn es in den Endkampf geht, kann man sich überlegen, immer mal Sachen im Safe zu haben, die man dann brauchen könnte. Aber jetzt kommt Anzug Level 2. Achtung! Boing! Es sind Details, die sich verändern. Es kommen immer mehr Metallelemente dazu, sage ich mal. Wobei das jetzt von der Lebensenergie nicht unbedingt besser aussah. So, Level 3 kann ich nicht direkt hinten dran kaufen, aber ich könnte mal das Impulsgewehr vielleicht kaufen. Wir wollen ja alle Waffen sehen. Wobei, Spoiler-Alarm, der Plasma-Cutter bleibt zumindest in Teil 1 immer noch die beste Waffe. Deswegen werde ich mich nicht großartig auf andere Waffen konzentrieren, aber zeigen werde ich sie natürlich schon und gucken, wie ich sie pimpe und so. Ich kaufe mal das Impulsgewehr. Und dann kann es aber wirklich hier rausgehen. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Was? Doch gar nicht leer. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich am schnellsten die Waffe umschalten konnte. Ehrlich gesagt, fehlen mir jetzt. Da stand natürlich gerade 1, 2, 3, 4. Ja, so, da ist die das Impulsgewehr, so hieß es. Oh, und ich habe keinen Knoten, ne? Hätte natürlich noch einen Knoten kaufen können. Aber ich glaube, man kriegt im Verlauf des Spiels genug. Wenn sie später nicht reichen, kaufe ich mir noch welche dazu, aber ich lasse es jetzt mal beim normalen aufpimpen, ohne was zu kaufen. Und ich probiere jetzt erstmal das Impulsgewehr aus. Beziehungsweise die Monorail probiere ich aus. Hier ist sie nämlich. Ab geht's. Monorail-System. Da kann man starten. Und sonst gibt es hier, glaube ich, nicht viel zu sehen. Oh. Ich gehe ins Space Center, dann bin ich nicht mehr so einsam.
Hier, der ist auch süß, ne? Mit Lightspeed. Carbonated Heart Bar. Also irgendein super energielieferndes Müsli-Riegel, sag ich jetzt mal. Peng. There's always Peng. Das war, glaube ich, so ein Secret, was man finden konnte. Irgendwann später im Spiel. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran, wo das war. So, Flash. Aha. Na, wie auch immer. Hier ist das gleiche wahrscheinlich. Okay, dann fahren wir mal. Los geht's. Ah, damit hätte ich denn doch schon mal ein Kapitel abgeschlossen. Das Kapitel hieß Neuzugänge. Sehr schön. Und der Fortschritt. Ach, hier konnte ich auch speichern. Na, sehr schön. Na klar, dann speichern wir natürlich per Kapitelende. Hier ist jetzt mal so eine kleine Zäsur drin, aber ansonsten... Also eigentlich auch wieder ein sehr cleverer Weg, um ja, den Ladevorgang so ein bisschen zu kaschieren. Ne? Ich bin jetzt Monorail gefahren sozusagen. Ist wirklich schick gemacht. So. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Ups. Sie hat es hinter sich. Am besten zu erkennen am Ragdoll-Effekt. Ja, jetzt habe ich Chinese. Genau, Chinese bedeutet, ich kann Sachen ranziehen. Hier ist ja schon wieder so ein Shop. Nö, ich war eigentlich fertig. Ich gehe nochmal hier rein, bevor das mit Chinese weitergeht. Ja, hier sind sympathische Leichensäcke. Das, Huch, das ging sogar. Ah, ich habe mehr Plätze. So ist das doch. Ja, guck mal. Vorher hatte ich 2x5. Jetzt habe ich noch 3 dazu bekommen, ne? Mit Anzug Level 2. So war das. Meine Luft war vorher auch schon bei 70 Sekunden, aber ich glaube, ich hatte noch keine Panzerung. Ich meine, 5% ist jetzt nicht viel, aber solche Sachen ändern sich. Und offensichtlich nicht die Sache mit der Energie. So, und ich denke nicht, dass... Lassen Sie mich mal durch. Denke nicht, dass es hier schon den nächsten Anzug gibt. Und wenn, dann wird der natürlich eine Ecke teurer. Muss mal gucken. Nein, gibt es nicht. Also sollte man schon etwas sparen. Ich schätze, mindestens 15.000 wird Level 3 dann sein. Also jetzt nicht ständig ausgeben. So. Achso, ja, die musste ich wegmachen. Während Stase begrenzt ist, ist Chinese unbegrenzt. Hopp. Und ziemlich kräftig. Das kann man auch schön auf Gegner feuern. Und ich glaube, die Chinese konnte man noch so pimpen, dass sie schneller funktioniert und solche Sachen. Ja, also... Falls ich es jetzt nicht gerade schon angerissen habe, ich weiß gerade nicht mehr. Die Chinese hat eine hohe... Übrigens, macht euch keine Gedanken, ich verstehe es auch nicht, was da gesagt wird, aber es steht ja immer da. Heben Sie Schemata auf, um dem Shop Objekte hinzuzufügen. Das ist doch sehr gut, dann wird das ein Schema sein hier. Flammenwerfer, mhm. Ja, das mache ich noch nicht direkt, das mache ich ehrlich gesagt bei nächster Gelegenheit. Das, ach so, nee, das, ich leg's schon mal ab, weil das Schema kommt ja in meine Rig rein und verballert mir dann einen Platz, wo ich es aufbewahren kann. Das heißt, genau, heruntergeladenes Schema Flammenwerfer, dann ist das jetzt damit praktisch weg. Er würde 11.000 kosten, ich kaufe ihn noch nicht. So, wo sind wir denn hier eigentlich, auf der Medizinstation oder wie war das? Werden wir gleich sehen. Ja, also höhere Feuerrate und eigentlich auch recht präzise, aber nicht so stark, wie man sich's wünschen würde, das Impulsgewehr. Sicherheitsstation, okay. Wo kann man denn hier sicher sein? Das ist doch die Ironie schlechthin, oder? Sicherheitsstation. Isaac, sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole.
Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Okay, Dynamit und Schockpad. Und zwar genau hier. Wird ja schon angedeutet. Eigentlich gar nicht mal die schlechteste Idee, sich zu verbarrikadieren. Oh, was steht hier? Evacuate this area immediately. Ja. Ich fürchte, sie haben recht. Sieht ja alles nicht so gesund aus. Als wenn hier einer direkt rangeklatscht wäre an die Wand, ne? Sieht ein bisschen aus wie der Abdruck eines Menschen. Mit ein bisschen Fantasie. Okay, da ist der nächste Shop. Also da sind sie großzügig. Was haben wir denn hier? Das Labor. Forschungsflügel steht da. Hier könnten wir wieder sprechen. Ah, Credits. Oh, 3000. Gar nicht so wenig gewesen. Gut, dann gucken wir mal hier. Nix. Manchmal ist auch nix drin. Hier ist jetzt immer noch was drin. Aber manchmal ist auch tatsächlich nix drin. In so einem Schrank. Oder war das erst im zweiten Teil? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, dass er immer den falschen Fuß nimmt zum Stampfen. Mit dem falschen Fuß aufgestampft, könnte man sagen. Ah, diese Fliegen hier. Okay, also da komme ich schon rein. Bildgebende Diagnostik. Ja. Da komme ich dann am Ende rein. Oder will ich am Ende rein. Und Forschungsflügel würde auch schon gehen. Wenn ich ehrlich bin, lasse ich mich jetzt doch mal vom... So, wo sind wir denn? Da. Doch mal vom... von der Weg... Wie nennt man es? Wegfindung, Wegleitung führen. Aber letztendlich kommt man sowieso überall hin. Also man verpasst ja nichts. Okay, das wird ja wohl nicht aufstehen. Man erkennt auch immer, wenn sie noch menschlich aussehen, ne? Und noch nicht mutiert sind. Was war eigentlich das Sekundärfeuer bei dem Ding? Ich glaube, das konnte... Ich will es gar nicht ausprobieren. Ich probiere es aus. Ach ja, stimmt. zeige ich später mal. Ist eine Sache, die man ungefähr nie benutzt. Where would you be without science? Tja, jedenfalls nicht hier, ne? Ah, ich könnte mal wieder Stase aufladen. Ja, ich muss Stase aufladen, okay. Glibbert's schon wieder neben mir. Dankeschön. Oh, war das jetzt günstig? Ja, das war okay. Okay. Hier soll mir mal keiner hinterherkommen. Der wird zerstampft. Gut. Nächste Tür. Meine Damen und Herren, der menschliche Körper. Schön hell. Wird sich doch bestimmt gleich ändern. Was haben wir hier? Plasma-Energie. Ja, ehrlich, sie muss ja auch weg, die Plasma-Energie. Ne? So ist ja nicht. Das sind ja alles verschiedene Munitionstypen, wenn ich mich recht entsinne. Also es bringt ja nichts, jetzt hier das Ding leer zu ballern und dann hast du keine Plasma-Energie mehr. Na, wer möchte? Haben wir hier was? Ah, das sind die Impulsprojektile. Ich könnte mir ja vorstellen, das hat das Spiel jetzt gemacht, weil ich die Waffe halt habe, ne? Also, dass es sich dadurch drauf anpasst. Und ich gehe mal davon aus, je mehr ich von einer Sache verbrauche, desto eher kriege ich vielleicht davon auch die Munition. Zumindest auf der Schwierigkeit. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ich bin doch gar nicht so gefährlich. Jedenfalls nicht, wenn man mich nicht reizt. Da sieht man schon, man kriegt sie nicht auseinander. Ganze Menge reingepumpt gerade. Ups! Ah! Ich würde mal sagen, habe ich überhaupt noch Munition? Hä? Wo ist er? Da war doch noch einer. Ah!
Sag mal. Null. Genau auf null runtergeballert. Irgendwas grunzt noch. Ich werde jetzt so schnell wie möglich... Wo war denn das jetzt? Die Waffe zurückschalten, sorry. ja, habt ihr mal das Impulsgewehr gesehen? Wie ich immer die sagen will, ne? Das Impulsgewehr gesehen. So, dafür habe ich nämlich auch eine Menge. Ey, sorry, aber... Ach, da unten ist einer, oder was? Irgendjemand braucht es hier noch und wird es auch von mir kriegen. Ich gehe mal auf Mamba Safety hier. Ach, hier wäre noch was gewesen, siehst du mal. Für schwere Zeiten. Ja, also ich krieg's nicht mehr raus. Das Impulsgewehr müsste man pimpen, damit es wirklich was bringt. Oder wirklich mit Stase arbeiten und dann aber sehr präzise treffen. Deswegen, vielleicht kann man es nachvollziehen, dass ich mich an das Ding nie so gewöhnt habe. So, was steht denn hier? Magnetized Material. Das Zeichen gibt es übrigens auch in echt, tatsächlich. Wichtig zur Kennzeichnung. Okay, wo bist du? Du grunzt doch hier irgendwo rum. Du kleines Schweinchen, du. Hm? Oh. Da ist ein Ärmchen runtergeflogen. Hier könnte man mal reingehen. Also ich habe so viel Plasma-Energie, ich kann euch alle in 1000 Fetzen zerreißen. Müsst da nur herkommen. Jetzt kriege ich auch diese Impulsprojektile. Naja, gut. Okay, mehr war hier drin nicht. Ich sollte mal diesen Alarm wegkriegen, der nervt ein bisschen. Da ist er ja. Und die Plasma... Der Plasma-Cutter ist halt schon von Anfang an so stark, ne? Muss man sich mal überlegen. Den habe ich ja noch nicht mal großartig gepimpt. Das war jetzt ein richtiger Schuss. Ich höre schon wieder was. Hinter mir ist was. Oh! Oder? Da. Oh, was ist denn hier los? Party! Quarantäne aufgehoben. May I have your attention, please? Auf einmal wollten sie mich alle. Hui. Freunde. Ich muss mal wieder in den Shop gehen und alles ablegen. Ja gut, da hätte man sich jetzt hier noch ein bisschen jagen lassen können. So sind sie praktisch alle zu mir gekommen. Wollte ich da rein? Ich gehe mal hier rein. Beziehungsweise war ich hier anderweitig fertig? Moment, es gab doch hier noch einen Raum. Ist der jetzt offen? Was steht denn hier? Security Phone. Ich weiß gar nicht, ob hier was war. Irgendwo ging es dann hier im Kreis rum. Ah. Ist das die Veränderung, die so ein Mensch durchmacht? Wenn er sich in einen Nekro verwandelt? Uiuiui. Könnt mal speichern, ne? Bitte, bitte. Es gibt ja immer noch super viel Speicherpunkte. Ich bin ja hier erst auf der Hälfte. Okay, zack. Ich glaube, hier geht's weiter. Oh, da steht ja auch eine Menge Info. No God, no fear. No God, no fear. Genau umgekehrt jeweils das No. Oh, den Rest kann ich nicht lesen. Ich will nochmal... Ich glaube, hier geht's weiter. Deswegen gehe ich jetzt nochmal raus. Und erkunde mal den Raum. Videolog. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk.
Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Ah, das war doch nochmal ganz interessant. Hier wurden jetzt nämlich verschiedene Sachen erwähnt. Da wurde eine Kolonie erwähnt, das erinnert wieder stark an Aliens. Dann wurde ein Marker erwähnt. Vielleicht sehen wir ihn auch gerade hier irgendwo. Wenn man weiß, wie er aussieht, dann kann man ihn schon entdecken. Wenn man Dead Space noch nicht kennt, natürlich noch nicht. Und eine gewisse, ja, Unitology, ich sag mal allgemein Vereinigung, wurde erwähnt. Die spielt noch eine Rolle. Nicht nur in Dead Space 1. Also irgendwie sind sie da fanatisch hinter irgendwas her und das ist so eine Glaubenssache, kann man es vielleicht nennen. Ja, ich deute das mal vorsichtig an. Ja. Und irgendeine Tür bewegt sich noch fleißig im Hintergrund. Aber für heute ist Schluss, habe ich ja angedeutet. In dem Raum bin ich fertig. Ich würde sagen, in der nächsten Folge drehe ich mich um und fahre wieder hoch. Mal gucken. Hier müsste alles durch sein. Ja, und dann sehen wir uns wieder bei Dead Space. Hoffe, ihr seid fleißig wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.